So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Loose, heute mit mir, dem Crusader, auf der wunderschönen Karte Utah Beach, an einem wunderschönen Tag. Ich bin immer noch nicht glücklich mit meiner Mausempfindlichkeit, aber schon wieder fleißig am Spielen und mache auch die ein oder andere Aufnahme für euch, wenn euch das gefällt. Lasst mir ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Der erste Kill ist natürlich wieder einmal für euch. Ich hoffe, der gefällt euch, der war eigentlich ganz lecker. Genauso wie der. Und der. Und vielleicht auch der. Nein, der will nicht. Seht ihr, das ist Problem Mausempfindlichkeit. Wenn der Dude jetzt noch ein paar Handgranaten wirft, habe ich ein richtiges Problem. Hoffentlich denkt er, das ist tot. Ne? Leute, haut gar nichts. Bricht euch ab. Bricht eure Zuckerei. Ja, die Granate war gut. Ordentlich gehittet das Ding. Jetzt bin ich auch tot. Aber ich habe am Anfang so ein paar weggekriegt. Aber das reicht natürlich noch bei weitem nicht. Das hätten viel, viel mehr sein können. Das hätte viel, viel einfacher sein können. Wir wären ressourcengut. Charlie kann halt dann den Bau übernehmen, theoretisch. Wir sind gleich da. Der OP ist auch instant verschwunden von mir. Das heißt, den haben sie direkt rausgenommen, was natürlich ziemlicher Bockmist ist. Weil jetzt komme ich nicht mehr an den Punkt dran. Auch kümmert sich um eine Garde in F4. Backup Garni. Was ist mit Charlie? Könnte Charlie da vielleicht noch eine Garnison setzen? Dann könnten wir ein bisschen schneller auf Kapelle vorrücken. Weil ich glaube, Kapelle wird jetzt erstmal vom Feind überrannt. Wir haben feindlichen Stuart bei WN5. Aber dann halt nicht Charlie. Bisschen schade drum, aber ist in Ordnung, rechne ich fast mit. An den Charlie Squad Lead könntest du dann einen Garnison bauen, Walle. Ja, genau, das ist. Ja, bauen wir eine Garni, nimm mal die Taschenuhr und bau doch mal eine Garnison hin. Wir müssen die Kapelle erstmal wieder zurückerobern. Ja, Walle hat irgendwie erhört's, aber. Ah, er hat gebaut, sehr schön. Ja, müssen wir jetzt erstmal die Kapelle zurückerobern. Ich glaube, die Leichtigkeit der Maus bringt einen immer so ein bisschen in Bredouille, dass man nicht genau weiß, wie man jetzt die Empfindlichkeit richtig einstellen soll. Eigentlich fühlt sich 800 dpi für das Spiel ziemlich gut an, so. Also flott. Ja, wir brauchen einmal Supplies auf den Punkt, wenn du da jemals lieber nicht hinkommst. Ja, und von mir wäre gut. Ja, Platz 4 einfach da, wo du hinlegen kannst. Ey. Das ist halt super. Wir haben einen feindlichen Panzer direkt vor der Kapelle. Jetzt bin ich gestorben, weil ich den Panzer markieren wollte. Das ist immer Trash. Sprengt den Panzer, wenn ihr ihn seht. Mein OP ist auch schon wieder gefallen. Das ist Schrott. Schrott. Ja, der Panzer hält die Kapelle gerade ziemlich wacker. Da müssen wir nochmal ordentlich ein bisschen Druck drauf machen. George, könnt ihr von hinten da rein flankieren? Ah, das wäre auch gut. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Leute organisieren sich hier gut. Das Garni-Management ist super gerade für die Position aktuell.
Die wir haben. Habe ich gerade. 7 habe ich erschossen. Das ist in Ordnung, aber nicht wirklich der Rede wert. Das hätten 15, 20, 30 sein können hier. Ja, mit meiner helle Dusenfähigkeit bin ich noch nicht zufrieden, da werde ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Mit Counter-Strike hingegen bin ich aktuell sehr zufrieden. Und dieses Video erscheint wahrscheinlich am Freitag. Das bedeutet, wir haben auch neue Update-News. Ich würde euch empfehlen, mein Update-News-Video dazu auch nochmal kurz einzuschalten. Das werde ich auf jeden Fall noch aufnehmen und hochladen. Vielleicht sogar bevor dieses Video hier erscheint, da bin ich mir aber nicht so sicher. Letzten Freitag kam ja keine Update-News, glaube ich. Oder Moment, letzten Freitag waren hier die... Diesen Freitag kommen gar keine Update-News, nur alle zwei Wochen kommen die. Diesen letzten Freitag war hier die News. Engländer kommen. Garni03 wird vom Sniper-Team abgefarmt. Ja, ich habe keinen OP runtergedrückt gekriegt. Wir laufen wieder. Der Spawn-Timer auf beiden Garnis ist derselbe. Was für ein blöder Zufall das ist. Muss wieder auf den Punkt drauf rennen und versuchen, da meinen OP zu setzen. Möglichst keinen Headshot jetzt beim Laufen zu kassieren. Blöd ist auch, dass unsere Garni da oben im Norden blinkt. Das heißt, da rennt irgendwo was rum. Irgendein Knilch ist da unterwegs und knilcht meine Garni gleich weg. Hoffentlich macht er mich jetzt nicht spawnen gekillt. Ja, da hätte ich mich auch selbst erschießen können. Junge, hab ich da oft daneben geschossen. Unangenehm. Also wie gar nicht steht. Ich sehe, dass Loads gebaut werden, aber wir brauchen noch mehr. Charlie moved vorwärts und kommt weg. Außenposten bei G5 zerstört. Feindlich Außenposten. Ja, mir gefällt der jetzige Angriffsweg nicht. Ich habe keinen OP. Da versetzen wir uns mal und spawnen mal unten und greifen mal richtig an. 184 Combat-Punkte hat er schon. Ob der wohl im Panzer sitzt? Ah, ne, ich glaube, der Panzer hat 308. Das ist schon 184, schon eine echt ernstzunehmende Zahl. Okay, King macht sich runter nach WN7. Hatte meine alte Maus doch schon ein bisschen besseres Trefferniveau. Ich sollte es echt nochmal mit 400 dpi und echt übertriebener Mausempfindlichkeit probieren, dass ich die wieder richtig hochschraube. Aber nur in-game. Ja, auf Desktop. Auf Desktop komme ich mit 400 dpi nicht von A nach B. Jetzt auch noch mal erst. Einmal angehittet. Oh, ich glaube, wir verlieren den Punkt gerade. Oh doch, wir losen gerade den Punkt. Kapelle wird gekappt, das ist nicht so gut.
der Panzer, der muss wieder auf Infanteriejagd gehen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wenn du einen Infanteristen siehst, schießt ihn weg. Ne? Aber ich habe eben gerade, mein Kopf hat auf jeden Fall eben noch eine Garni brummeln hören. Mein zersprengter, wegfliegender Kopf wohlgemerkt. Das heißt, irgendwo an dem Haus stand wohl eine Garnison. Ich denke mal nördlich von dem Haus. Stand die. Hat den Respawn nicht bemerkt. Das ist schon mal gut. Leute werden jetzt hier Star Wars Druiden. Guter Beach, ey, da mache ich mir auch Gedanken drüber. Eigentlich eine reine Panzermap mit ein paar Packs. Als Deutsche stehen wir, glaube ich, ganz gut da, wenn wir unsere Panzer alle am Leben halten können. Panzer möchte gerade einen viel zu dringend tot sehen. Auch nochmal das Fleiß am Außenposten, das wäre sehr nett. Okay. Wenn ich tot bin, dann bediene ich mich. Hier ist noch ein Panzer, der muss vorher noch gesprengt werden. Ja, und jetzt geht das Utah Beach Strandgefarm hier los. Ein sehr netter Part tatsächlich. Da sind da noch ein Panzer steht und die Leute da hinten versucht abzufangen. Das Risiko hier ist relativ hoch.
minimieren wir mal ein bisschen, indem wir uns hier in den Außenposten setzen. Und anschließend dann auf die Gegner schießen. Ja, das so um einiges angenehmer. Von der Seite reinschießen. So tatsächlich mal einiges entspannter. Sanitäter hier vorne ist das ziemlich cool irgendwie. Vorsicht, die kommen von der anderen Seite, die kommen von hinten. Warte, ich brauche eins. Ich bin 6 Meter von dem entfernt. Medic! So gut. Medic, du musst dich selber auch verbinden. Oh. Jetzt nicht mehr. Haben sie es aufgegeben, hier zu spawnen. Ich höre hier immer noch mal so einen Schuss. Ja, was war denn da? Aber in einem Loch. Recon Tank. Oh, stellt keine Bedrohung dar. Ja, du pingst den Stacheldrahtzaun. Oh, da ist noch Infanterie. Langsam wieder ins Aim rein, weil ich mich anfange an die DPI hier zu gewöhnen. Ganz nett, aber
Kartoffelstampfer. Clean. Einmal daran gewöhnt hat, welche DPI man hat, dann geht es auch gut damit, aber. Ja, eigentlich auch noch zu viel High Sense, High DPI. Reaktion wie ein toter Turnschuh. Mission komplett offen zum Gegner hier. Genau, call mir, wenn du einen tötest. Nein! Ah, da spawnen sie wieder. Junge, war das eine gute Kill-Serie? Wie viel hatte ich da jetzt in dem Leben? Das war bestimmt Trefferserie von 40. Ui, das ist schon ziemlich beeindruckend tatsächlich. 40 in einem Leben, dass das jetzt 40 waren, das habe ich gar nicht gemerkt. Ist das mein erster Tod? Nein, ne? Nein, das ist nicht mein erster Tod. Das hat mich eben echt gewundert, da bin ich echt gut durchgekommen. 40 Mann in einem Leben ist schon ziemlich nice. Als Offi vor allen Dingen. Das ist okay, kann man gut mitnehmen. Mann, mit dem Typen mich da unten zu battlen ist irgendwie kacke, der ist nicht schlecht, der Kerl da unten. Hast den Panzer leider nicht getroffen. Ein Tag am Strand. Ist wunderbar.
Nein. Ja, ich glaube nicht, dass der Gegner das hier noch so lange halten kann. 59 Kills insgesamt, 60 in 30 Minuten. Eine ordentliche Hausnummer. Kann man nicht drüber meckern. Wenn ich trotzdem innerhalb der nächsten paar Sekunden komplett in die Gegner. Halt super unrealistisch, ey. Gegen gute Spieler hätte ich so aufs Maul gekriegt hier. Die ignorieren halt auch, wenn man ihnen in den Rücken schießt, so. Eine spaßige Runde, aber leider viel zu schnell vorbei. War aber gut, hat mir ziemlich gut gefallen. Ah, da lebt noch einer im Haus. Das war meiner. Den kannst du mir nicht nehmen. Doch, hab ich. Ja, ja, hab ich. Wenn der Headshot-Sound kommt von der Schaufel, dann. Danke, danke. Willst du noch jemanden grüßen? Okay, Grüße gehen raus an die Mutter von. Ja, ist der Kerl hier. Stone Dragon. Das ist gut, das ist gut. Ja, die Arme. Och Mann, was ist denn das? Die werden hier komplett zusammengeschossen. Jetzt habe ich ja nochmal zwei getötet. Hatte ich gar nicht vor. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. War auf jeden Fall eine ordentliche Kill-Serie jetzt. 500 Combat-Punkte ist schon nicht schlecht. 30 Minuten, 67 Kills. Boah. Kann man leben, ist ganz gut. War sogar eine sehr, sehr gute Runde eigentlich. Aber ich habe mich, glaube ich, auch wieder in die DPI gewöhnt. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.